Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte alle recht herzlich willkommen heißen. Ihr, die ihr da seid live und alle am Livestream. Schön, wir sind hier zusammen. Wir sind die Freie Christgemeinde Foyer hier in Friedrichshafen. Wir glauben an Jesus Christus. Er regiert. Jesus regiert, er sitzt auf dem Thron. Und Jesus kam auf diese Welt. Er starb am Kreuz für uns. Wurde begraben, nach 3 Tagen ist er auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel und hat jemanden gesandt, den guten Heiligen Geist. Und an den glauben wir, an den Heiligen Geist, dass er wirkt, dass er das, was wir glauben, lebendig macht in unserem Herzen. Sonst wäre das alles ein bisschen trocken. Und so hat Gott seinen guten Geist gesandt, der Leben hineinbringt in unser Leben. Und in diesem Sinne möchte ich einfach diesen Gottesdienst eröffnen, möchte bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Wir wollen beten, dass wirklich dieser gute Heilige Geist heute uns berührt durch sein Wort, durch das, was er uns sagen möchte, dass wir erleben dürfen, wie Freude, Gerechtigkeit und Frieden in unser Herz hineinkommt. Weil das Reich Gottes, sagt die Bibel, ist Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Bedeutet, er kann es heute schenken. Und so möchte ich einfach beten, dass es geschieht und dass Kraft hineinkommt in unser Leben. Himmlischer Vater, wir danken jetzt für diesen Morgen. Ich möchte dir einfach danken dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen in deinem Namen, in dem Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Und wir beten für heute, dass wir erleben dürfen, Herr, dass da, wo Unfriede ist, dass Friede hineinkommt. Da, wo man vielleicht schlecht von sich denkt, sich vielleicht minderwertig fühlt, du kommst mit der Gerechtigkeit und sagst, ihr seid meine Kinder. Meine Königskinder, meine Söhne und Töchter, ihr gehört mir. Und aus dem heraus solle Freude geschehen. Eine Freude, die nicht von außen abhängig ist, sondern von innen. Weil wir wissen dürfen, wir sind seine Kinder. Weil wir sind deine Königskinder und du regierst. Und du sitzt auf dem Thron, auch für heute Morgen. Du stehst über allem, über alle unsere Sorgen, über alles, was uns beschäftigt, regierst du. Du bist Herr. So segne ich uns in deinem Namen und beten wirklich, dass du hineinkommst. Wir wollen jetzt einfach Gott ehren mit Liedern. Ja, wir sind noch in der Situation, wir können nicht mitsingen, aber wir dürfen aus dem Herzen heraus in unsere Gedanken Gott in Kontakt treten. Das ist überhaupt kein Problem. Gott sieht, wenn du im Herzen einen Schluss fasst und dass du Dinge in deinem Herzen auch trägst. Und wir wollen einfach unser Herzen wirklich fokussieren auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. In diesem Sinne möchte ich uns segnen und einfach uns hineinnehmen lassen vom Team. Die Lieder sind einfach Gebete zu Gott. Es sind einfach Gebete, es sind Inhalte, wo wir Gott groß machen. Und in diesem Sinne will ich euch jetzt übergeben. Thanks.
Sagen, dass du gut bist. Und wenn wir es nicht mit unseren Stimmen machen können, jetzt im Lobpreis, dann wollen wir es mit unseren Herzen machen, Gott. Wir wollen uns ausstrecken zu dir und wir wollen dir einfach sagen, dass du gut bist, Vater. Und so wollen wir jetzt vor deinen Thron kommen, in Anbetungshaltung und wollen mutig vor deinen Thron kommen. Weil wir freigesprochen sind durch dich, durch deinen Sohn. Danke, Vater.
durch jeden Sturm, halt dich fest an dir. Endlos liebst du alle Angst wird weggewischt, egal was. Mine.
dein Kreuz gibst du Hoffnung, die mich trägt. Du gabst alles für die Rettung dieser Welt. Und die Hoffnung ist ein Anker tief in mir. Mein Gott steht fest für alles. Durch dein Kreuz. Durch dein Kreuz gibst du Hoffnung, die mich trägt. Du gabst alles für die Rettung dieser Welt. Und die Hoffnung ist ein Anker tief in mir. Mein Gott steht fest für alle. Halleluja, unser Gott steht fest für alle Zeit. Wisst ihr, die Menschheit braucht Beständigkeit im Leben. Jeder von uns sehnt sich doch nach einem Freund, der beständig mit einem durchs Leben geht, oder? Ich kenne das Gefühl. Und oft ist es so, dass wir viele Wechsel in unserem Leben haben, hey, aber unser Gott, der bleibt beständig bis in alle Ewigkeit. Und allein diese Message würde heute reichen, um uns wirklich in eine neue, höhere Ebene hinein zu katapultieren. Deswegen seid gesegnet. Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die Lobpreiszeit, ihr Lieben. Habt ihr richtig Spaß gemacht? Mega Message. Ich liebe dieses Lied. Guten Morgen, Gemeinde. Guten Morgen, Churchies. Wo sind die Churchies? Ja, komm, die Jugend aus der Gemeinde. Ich liebe sie immer mehr im Glauben. da hat sie jemand verstanden. Okay, nein, wirklich, die neue Generation, die ist so cool und so ein Feuer in unserer Gemeinde. Ich komme gleich zum Thema. Jeder von uns kennt doch die Situation, vor allem hier am Bodensee, wenn man am See entlang geht mit seinem Mädchen oder mit seinem Mann. Oh Schatz, lass uns Tretboot fahren. Ja, lass uns Tretboot fahren. Ja, die ganze Gruppe, ja, Tretboot. Alle steigen ins Tretboot. Hey, wir fahren bis nach Österreich. Okay. Wir haben bei uns in Lindau haben wir so eine Insel, die heißt die Galgeninsel. Hey, wir fahren bis nach Bregenz. Irgendwann, nach 5 Minuten, hey, komm, bis zur Galgeninsel, das reicht doch. Nach 20 Minuten ist der Stoff aus, ist die Kraft weg. Hey, komm, wir bleiben doch hier auf diesem Fleckchen und sonnen uns einfach. Und die Frauen, ja, hinten drin, schön. Die Männer vorne, ganz am Anfang ganz motiviert, Tretboot fahren. Nach 20 Minuten, ja, komm, wir chillen jetzt einfach nur und belassen uns doch dabei, wir müssen hier wieder zurückfahren. Kennt jemand die Situation? Ja. Die Frauen machen es echt geschickt, die legen sich hinten drin und chillen einfach. Und wir Männer strampeln uns einen ab. Hey, und aber so ist es oft im Leben, in unserem Leben, sei es, ob es im Geistlichen ist, sei es, ob es im Alltag ist, wir strampeln uns einen ab, wobei uns doch Gott verheißen hat, dass der Tröster eines Tages kommen wird. Wir feiern heute Pfingsten, ein Ehrentag an den Heiligen Geist. Finde ich ganz oft, dass es so unterbewertet wird, dieser Ehrentag. Wobei das doch ein Tag der wenigen Feste der biblischen Geschichte ist, dass man wirklich datieren kann. Und zwar 50 Tage nach dem Sterben Jesu. Heiliger Geist, sei willkommen. Amen, oder? Wir dürfen uns dem Heiligen Geist weder entsperren, noch als Gemeinde irgendwie zumachen, sondern hey, wir sind durch den Heiligen Geist zum Glauben gekommen, wir sind durch den Heiligen Geist so oft gesegnet worden, wir können durch den Heiligen Geist so viel empfangen, in Sprachen beten oder Prophetie weitergeben und so weiter. Dazu komme ich ja später noch. Aber der Heilige Geist ist für die Gemeinde sowas von wichtig und es ist das Geschenk
Gottes an seine Braut, an die auserwählte Braut Christi, die wir sind. Amen. Ein Beispiel möchte ich mal kurz geben, was der Heilige Geist in uns bewirken kann. Ich war letztens bei der Arbeit, nicht nur letztens, sondern jeden Tag. Und ein Kollege von mir, der hat mich an dem Tag, das ist ein Azubi, der hat mich an dem Tag, weil er schwer Deutsch versteht, hat mich an dem Tag wirklich auf die Palme gebracht. Ich bin richtig zornig geworden, weil das halt nicht nur einmal passiert, sondern halt den ganzen Tag. Weil man dann immer wiederholen muss und so weiter und echt sehr eng mit ihm zusammenarbeiten muss, damit er einfach mitkommt. Ich bin zornig geworden. Ja, was passiert als erstes? Anklage. Ah! Was bist denn du für ein Christ? Wie gehst denn du mit diesen Menschen um? Mensch, ein bisschen Barmherzigkeit und so weiter, bla bla. Und dann kommt der Heilige Geist, aber ich kann in mich einkehren und sagen, okay, hör auf den Heiligen Geist, hey, dir sei verziehen, aber jetzt entschuldige ich dich. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Der erinnert uns an die Sachen, die wir ganz oft im Alltag vergessen oder eben auch im geistlichen Dienst nicht beachten und dann versagen wir vielleicht und dann sind wir voll down und denken uns, Mensch, und dann kommt die Stimme des Heiligen Geistes. Und jetzt möchte ich eine echt sehr schöne Nebengeschichte erzählen. Die Juden feiern heute Shavuot. Peter. Er hat gesagt, ich darf ihn an seinem Namen nennen. Vielen Dank für euren Dienst da hinten. Ihr macht echt einen großartigen Dienst. Mal kurz einen Applaus. Pfingsten, da feiern die Juden, oder da haben die Juden schon vor Jahren, Jahrtausenden, Shavuot gefeiert. Und dieses Fest ist ein Fest, es nennt man auch ein Erntedankfest bei den Juden. Und es ist ein Fest, was dient zur Erinnerung an die Gesetzestafeln, die Mose zum zweiten Mal empfangen hat. Okay? Die Juden feiern Shavuot an Pfingsten als Dankeschön an Gott. Hey, danke, dass du so barmherzig warst, dass wir eine zweite Chance bekommen haben und die Gesetzestafeln ein erneutes Mal bekommen haben. Ich komme auf diese Geschichte später nochmal zum Sprechen, weil die ist sehr interessant, was da passiert, okay? Kurz zu Pfingsten selber. Pfingsten, Jesus war 40 Tage lang nach seinem Tod mit den Jüngern unterwegs, okay? Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie geht denn das? Der ist doch gestorben. Ja, unser Jesus, er lebt, er ist auferstanden und er regiert bis in alle Ewigkeit. Beständig, ewig, ja, haben wir vorhin gesungen. So, Jesus lag nicht tot im Grab, sondern er ist auferstanden und als Beweismittel hat er sich 40 Tage lang die Jünger geschnappt und andere, mit denen er ganz eng unterwegs war und er sich immer wieder gezeigt hat, sodass die quasi wussten, hey, unser Auftrag, der ist nicht zu Ende, der beginnt erst jetzt. 40 Tage lang, okay? Dann kommt Pfingsten, 50 Tage, Pfingsten bedeutet 50 übersetzt. Und jetzt lese ich mal aus der Bibel diese Geschichte von Pfingsten, beziehungsweise ein bisschen vorher noch, damit wir verstehen, um was es geht. Ihm zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, willst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen,
Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Amen. Dies lehrte er seinen Jüngern. Wir wissen, wie die Geschichte zu Ende ging. Ja, 40 Tage rum. Jesus stieg auf in den Himmel. Und dann waren es noch 10 Tage bis zu diesem Ereignis des Heiligen Geistes. Ich möchte euch kurz ein Zeugnis geben vom Micha, weil ich habe ja gerade gelesen, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt, dann wirst du nicht mehr schweigen. Dann wirst du vom Reich Gottes erzählen, wo auch immer es geht. Der Micha, ich stelle ihn euch kurz vor, das ist mein Schwager, der Bruder von meiner Frau. Micha, ich weiß, du schaust zu. Ich grüße dich sehr. Also der Micha ist 28 Jahre jung. Fitness ist sein Ding. Schaut nicht so ganz so aus wie ich, aber er schaut schon stabil aus. War ein Spaß, Micha. Er schaut recht stabil aus, ein recht hübscher Kerl. Single. Instagram, Facebook. An die Damen, die Interesse haben, ihr könnt auf mich zukommen. Ich gebe euch gern seine Nummer. Nein, hat Spaß. Aber wirklich ein Mann, er arbeitet bei Merck. Kennt es jemand? Merck in Darmstadt, eine richtig große Pharmafirma. Hat ein stabiles Einkommen, und mit stabil meine ich wirklich stabil. Und dieser Mann, der war für mich ein totales Ding, wo ich gedacht habe, seine Mutter betet für ihn, und sie hat wirklich gebetet, die Deborah, die betet und betet für ihre Kinder. Und ich dachte mir, lass das doch gut sein. Was bete ich denn da? Da passiert doch niemals was. Dieser Mann, der war sowas von verstandesmäßig und zweifelnd. Und jetzt seit einem Jahr, wisst ihr, und da hat er auch mit, auf Arbeit hat er richtig gebaut, und diese Fitness, das war sein Gott, ja. Und für mich, für das menschliche Auge, unmöglich. Keine Chance. Jesus, lass es gut sein. Keine Chance. Hey, und dieser Mann, ihr werdet es nicht glauben, seit einem Jahr, wo Gott an ihm dran ist, an ihm zu arbeiten und ihn zu verändern, und jetzt, und wir haben das natürlich, diesen Prozess mitbekommen, und wir waren schon richtig begeistert, was alles schon passiert ist. Und jetzt kommt Gott und legt noch den Hammer drauf. Der Micha, eines Abends geht in die Move Church nach Wiesbaden, da ist seine Gemeinde, und er sagt ganz bewusst, ich wollte für mich sein, ich habe gemerkt, Gott möchte mir was zeigen und so. Und jetzt geht er in die Gemeinde, die hatten so einen Holy Spirit Abend, und jetzt kommt der Heilige Geist in einer Art und Weise, die er noch nie erlebt hat. Und er explodiert förmlich, er spürt, wie der Heilige Geist in seinem ganzen Körper aktiv ist. Was passiert? Er geht raus und er sagt, wir haben telefoniert, er sagt zu mir, hey Mirko, ich kann nicht anders, als wie von Gott zu erzählen. Das ist Gott. Von einem Menschen, wo du denkst, der will erstens mit der Gemeinde niemals was zu tun haben oder mit Jesus, und jetzt erzählt er der ganzen Welt, jetzt bekehren sich die ganzen Freunde von ihm, weil sie diesen Unterschied sehen in seinem Leben. Die bekehren sich, die wollen mit in die Gemeinde kommen. Der schleppt einen nach dem anderen rein, weil die einfach begeistert sind von dem, was Jesus in seinem Leben macht. Das ist doch gewaltig, oder nicht? Das ist unser Heiliger Geist. Mir fällt gerade ein, ich habe die Stoppuhr vergessen zu stellen. Sorry, Lucky, das wird heute ein bisschen länger. Das ist der Heilige Geist in unserem Leben. Das kann kein Mensch machen. Versteht ihr? Die Mama, die betet ganz fleißig, und so wichtig, dass sie betet. Aber letztendlich, nochmal ein Beispiel dazu zum Drängen, zum Thema Drängen. Wenn wir die Person drängen, der Matteo, mein Kleiner, der, wenn ich mit meiner Harley Davidson immer reingefahren bin in den Hof, dann ist der immer abgehauen, weil die so laut war. Okay? Der hat immer Schiss gekriegt.
Und jetzt letzte Woche habe ich ihn gefragt, hey Matteo, willst du mit mir mal das Motorrad putzen? Gesagt, ja, kommt mit. Und weil helfen tut er ja immer ganz gern. Und hilft mit mir, das Motorrad zu schrubben und zu putzen, zu polieren. Und dann sagt er zu mir, hey Papa, darf ich mal mit dir eine Runde auf dem Motorrad mitfahren? Ich war ganz aus dem Häuschen. Davor habe ich wirklich immer gedrängt, Matteo, jetzt fahr doch mal mit. Und da kam dann irgendwann mal von sich alleine, darf ich mal mitfahren? Und dann, okay, Helme geholt, er hinten drauf aufs Schutzblech, hab nur keinen Parakletos-Sitz. Setzt sich und dann sind wir mal durch die Siedlung gefahren. Hey, cool. Ich war schon richtig stolz. Und seitdem fangt er jedes Mal, hey Papa, es ist Sonne draußen, können wir mit Motorrad fahren? Okay, wir fahren Motorrad. Und jetzt fahrt er schon richtig mit Motorrad und macht es richtig, richtig gut. Also so, ich habe ihn nicht mehr gedrängt. Ja? Wenn wir als Eltern oder wenn wir andere Menschen dazu drängen, dann geht es oft nach hinten los. Aber wenn wir einfach uns entspannen und Gott machen lassen, ihr wisst, was ich meine, oder? Genau. Ihr habt zu wenig Zeit. So, zurück zu Pfingsten, okay? Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Und als sich der Tag der Pfingsten, Pentekoste, sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Ich nehme das mal als, das habe ich für mich gehighlightet. Was muss geschehen, damit der Heilige Geist kommt und fällt auf uns? Also die Jünger haben nichts anderes gemacht. Da steht auch nichts anderes, was sie gemacht haben, sondern die waren einmütig beisammen. Wäre vielleicht ein Wink. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist Gottes ihnen auszusprechen gab. Das geschieht an Pfingsten, okay? Damit wir wissen, damit wir alle mal auf den gleichen Stand kommen, was ist eigentlich Pfingsten? Es gibt ja Leute, die das nicht wissen. Okay, und dann steht Petrus auf und das finde ich immer so, so genial. Wenn man, oft haben wir das Problem, ja, wir dürfen im Gottesdienst vielleicht nicht in Sprachen reden. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich sage mir nur, warum denn nicht, wenn wir es erklären? Wenn ich etwas erkläre, warum wir das so machen, was wir machen, dann ist das doch kein Problem, oder? Und Petrus steht auf und erklärt sich. Auch an uns Männer, wir dürfen uns erklären. Okay, da stand Petrus auf, zusammen mit den 11 auf. Er hob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt. Das sollt ihr meint. Entschuldigung, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, naja, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist und jetzt zitiert er Joel 3. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Nicht nur auf ein paar, nicht nur auf die Propheten oder auf die Pastoren, auf alles Fleisch. Und eure Söhne, unsere Churchies, ich habe sie vorhin begrüßt, extra deswegen, eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und so weiter. Das brauche ich jetzt nicht mehr weiterlesen. Aber das geschieht heute noch. Wenn der Heilige Geist kommt, wir werden anfangen, weiszusagen, zu prophezeien, Gesichter zu sehen. Gesichter zu sehen sind quasi Bilder oder ein kleiner Movie. Ja, da brauchst du gar nicht mehr ins Kino gehen. Wenn der Heilige Geist zu dir redet, da fängt es nämlich an zu rattern und du siehst wirklich Szenarien, die eventuell geschehen können. Und du kannst dann aktiv werden, indem du einfach dafür betest oder was weiß ich. Okay, also der Heilige Geist wird ausgegossen aufs ganze Fleisch.
Und wir denken aber ganz oft, wir müssen zum Propheten, um ein Wort zu empfangen, für was ich ja auch echt, finde ich auch immer cool, weil es gibt ja verschiedene Arten an Levels, was Prophetie angeht. Ja? Es gibt die Gabe, es gibt das Amt, es gibt das Amt des Propheten und so weiter. Aber wir sind oft so dran, dass die Person für mich beten muss. Dabei hat doch Gott auf uns alles Fleisch, seinen Geist ausgegossen. Und da wir in Tagen leben, wo man super offen über Privilegien spricht, über Privilegien, die eigentlich selbstverständlich sind, möchte ich mal über drei Privilegien sprechen, die wirklich für den Christen sind. Okay? Drei Privilegien, die für dich sind, wenn du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast, in dein Herz reingelassen hast und du eine Beziehung mit ihm hast. Zum Ersten, Auferstehungskraft. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast, dann lebt diese Auferstehungskraft, also die Kraft, die Jesus aus den Toten herausgeholt hat und zur Auferstehung gebracht hat, diese Kraft, die lebt in dir und in mir. Ich habe einen Bibelvers dafür, Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wessen Geist? Jesu Geist. Wodurch wird Gott uns lebendig machen? Durch seinen Geist. Also der Geist Gottes ist es, der im Menschen wirkt. Wir dürfen uns nicht erlauben, den Geist Gottes auszuschließen aus unserem Leben, aus unserer Gemeinde, sondern er hat festen Bestandteil in unseren Gottesdiensten und im Leben dieser Gemeinde, oder? Es geschieht alles durch seinen Geist. Wie könnten wir also seinen Geist ausschließen? Mein Lieber, ich möchte an dieser Stelle vielleicht wirklich einen Aufruf machen. Wenn diese Auferstehungskraft, die Kraft, die dich zum Leben führt, die dir Leben schenken kann, nicht in dir lebt, weil du Jesus Christus vielleicht in deinem Leben noch nicht aufgenommen hast, dann wäre vielleicht heute dein Tag. Weil wenn der Heilige Geist ist, wer kann es besser tun als der Heilige Geist, dass er dir die Sachen offenbart, was in deinem Leben verkehrt laufen. Vielleicht schließen wir gerade mal unsere Augen, machen wir ganz spontan, komm. So spontan ist es gar nicht, weil es steht auf meinem Skript, aber ich möchte wirklich euch in diese Spontanität rufen. Vielleicht hast du gar nicht damit gerechnet an Pfingsten, ist ein ganz anderes Thema, aber es ist genau dieser eine Geist, der in uns wirken möchte. Wenn du sagst, hey, in meinem Leben läuft tatsächlich was verkehrt, was schief, ich habe alles von dem, was er hier spricht, nicht in meinem Leben erfahren. Diese Auferstehungskraft, die fehlt mir komplett. Ich lebe im geistlichen Tod, sage ich mal. Sündhaftigkeit und all diese absurden und perversen Dinge im Leben, die haben zu krassen Einfluss auf mein Leben. Dir fehlt die Auferstehungskraft. Dann heb doch kurz deine Hand. Ich möchte kurz für dich beten. Wenn du Jesus in deinem Leben noch nicht aufgenommen hast, wenn du keine persönliche Beziehung mit diesem hast, heb kurz deine Hand. Okay. Danke. Im Bistro. Ich sehe nicht drüber, aber oder im Livestream. Heute ist der Tag, in dem du sagen kannst, hey, ich mache hier den Sack zu, ich mache einen Deckel drauf. Und mach feste Sachen mit Jesus. Okay, ihr könnt eure Augen öffnen. Zweites Privileg an die Christenheit. Ich liebe dieses Wort so langsam. Du stehst nicht mehr unter dem Gesetz, sondern du stehst unter dem Geist. Jetzt, ich höre schon den Aufschrei, unmöglich! Wir müssen das Gesetz einhalten. Absolut, Amen.
Und das werden wir auch durch die Kraft des Heiligen Geistes. Versteht ihr? Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, sondern wir stehen unter dem Gesetz des Geistes, bedeutet, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde. Ich habe hierzu ein Beispiel. Jetzt dürft ihr mit mir gleich mal dieses Wort nachsprechen, okay? Ich muss mich konzentrieren. Exteriotalität. Ich lese es ab, okay? Ja, ihr lacht. Ihr dürft es gleich mal nachsprechen. Moment, ich muss es finden. Jetzt finde ich es nicht mal. Exteriotalität. Nein. Okay, es ist auf jeden Fall ein Immungesetz, okay, für Diplomaten, die in der Botschaft arbeiten. Jetzt wisst ihr vielleicht, was ich meine. Also für vor langer Zeit galt ein Gesetz, Exteritorialität. Was für ein Wort. Das ist eure Hausaufgabe für diese Woche. Lernst dieses Wort, okay? Okay, auf jeden Fall ist das ein Immungesetz, was für die Diplomaten galt. Jetzt ist es nicht mehr so, aber für Botschafter aus einem anderen Land, die in unserem Land wären, und sie würden jetzt zum Beispiel, die leben ja hier und arbeiten in der Botschaft, und diese würden quasi im Straßenverkehr zu schnell fahren oder Alkohol missbraucht haben und zusätzlich fahren, dann könnten die nicht angetastet werden. Die Polizei müsste sie weiterfahren lassen und die könnten nichts dagegen tun. Sie stehen unter einem anderen Gesetz, und zwar unter dem Gesetz ihres aussendenden Landes. Crazy, oder? Die leben hier und für die gilt nicht das deutsche Gesetz, sondern ihr italienisches oder ihr griechisches. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie es geregelt ist, aber es war für lange Zeit so, dass sie echt eine ganz krasse Immunität genossen haben. So, ihr wisst, was ich damit meinen möchte, oder? Natürlich wollen wir nach dem Gesetz Gottes leben. Es ist mir wohlgefällig, die Dinge einzuhalten, die Gott einhalten möchte für mein Leben. Wenn ich aber dieses Gesetz nicht einhalten kann, weil ich schwach bin, weil ich einfach ein sündiger Mensch bin, dann kann mich der Teufel dadurch nicht verurteilen, weil ich ein Bundesbürger des Himmels bin. Das heißt jetzt nicht, dass der Staat mich nicht verurteilen kann. Ihr versteht mich richtig, oder? Es geht um das Gesetz der Sünde, nicht um das Gesetz des Staates. Das Gesetz der Sünde kann mich nicht verurteilen, weil mich Christus freigekauft hat von diesem Gesetz und mich unter ein anderes Gesetz gestellt hat. Amen, oder? Das ist gute Botschaft. Und das ist ein Privileg, was wir haben, ihr Lieben. Wenn Verdammnis kommt, dann sagt dem Teufel, hey, ich stehe unter einem anderen Gesetz. Ich stehe unter dem Gesetz der Sünde. Entschuldigung, ich unterstehe dem Gesetz des Heiligen Geistes und nicht der Sünde mehr. Okay? Und dann wird ihr sehen, dass Verdammnis gar keine Chance mehr hat. Und so oft leben wir aber unter Verdammnis, weil wir es nicht verstanden haben, dass mich die Sünde nicht mehr verurteilen kann. Und so lähmt der Teufel eine ganze Christenheit und macht sie zum stillen, zum stillen Nachbarn, zum stillen Verkäufer. Wir trauen uns nicht, über Gott zu reden, weil wir ja selber nicht genug sind, weil wir nicht verstanden haben, dass ich unter dem Gesetz des Geistes bin und leben sollte und leben darf. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist. So ist es. Okay. Du darfst unter voller Immunität leben, okay? Wenn dich der Teufel anklagt,
dann erinnere ihn daran, hey, ich lebe unter dem Gesetz des Geistes, ich bin immun gegen die Verurteilung deines Gesetzes. Ich möchte zurückkommen zu Schavot, was an Schavot noch passierte, beziehungsweise der Grund dieses Festes. Also der Grund dieses Festes ist quasi, dass Gott eine Chance gegeben hat dem Volk Israel, dass es Gesetz zum zweiten Mal bekommen haben, okay? Was passierte denn, nachdem die ersten Tafeln erschlagen wurden oder zerschlagen wurden? Es passierte Folgendes: Gott sandte ein Gericht durch die Israeliten, durch das Volk der Israeliten, und es starben an dem Tag 3000 Personen. Lass das mal ganz kurz sacken. Bibelkenner wissen, auf was ich raus will. Also, als das Volk Israel das Gesetz nicht befolgen konnte und sie ungehorsam worden sind, schickte Gott ein Gericht und es starben 3000 Personen. Als die Gemeinde Jesu entstanden ist, als Pfingsten war und Petrus da aufsteht und ihnen das erklärt, was hier passiert, was passierte da? Es kommen 3000 Menschen zum Leben. Und wenn ich hier gerade sprich, ich bekomme Gänsehaut, weil es einfach so krass ist, dass Gott uns heute Morgen sagen möchte, hey, das Gesetz bringt den Tod, aber das Gesetz des Geistes bringt Leben. Und ihr sollt aufleben, ihr sollt leben. Es kommen 3000 Menschen zum Evangelium, zum Leben und werden erweckt durch den Heiligen Geist. Was das Gesetz töten möchte, das Gesetz der Sünde, möchte der Heilige Geist zum Leben erwachen. Mich hat das in der Vorbereitung brutal begeistert. Ich hoffe, es kommt bei euch noch richtig an über den Laufe des Tages. Okay? Also wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, sondern unter dem Gesetz des Geistes. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jules. Amen. Come on. Ein drittes Privileg, was wir als Christen haben, das sind aus dem Heiligen Geist heraus die Geistesgaben. Darüber möchte ich jetzt sprechen. Wir werden eine kleine musikalische Untermalung dazu haben, weil ich uns heute Morgen einladen möchte dazu, dass wir unser Herz aufmachen und mit dem Verständnis, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde stehen, sondern unter dem Gesetz des Geistes. Sprich, wir haben keine Verurteilung mehr für unser Leben. Wir werden nicht mehr verurteilt. Wir können mit, so wie wir sind, können wir aufstehen und unserem Herrn dienen. Und dazu dienen uns die Gaben Jesu, die Gaben des Heiligen Geistes. An der Zahl sind es 9 Geistesgaben. Ich werde die mal ganz kurz erwähnen. Hier haben wir sie. Die prophetische Gaben, Prophetie, Zungenrede, Auslegung. Kraftgaben, Heilung, Wunder und Glaube. Wort der Erkenntnis, Wort der Unterscheidung der Geister und Wort der Weisheit sind die Offenbarungsgaben. Ich möchte was zur Zungenrede sagen. Wir waren neulich bei uns mit Freunden. Ich sage nicht, wer das war. Okay, ich sage es Michelle. Und wir waren an dem Abend beisammen. Stimmt's, Michelle? Das war ein herrlicher Abend. Ich war gerade bei Matteo, weil die haben zwar geschlafen, aber doch nicht geschlafen. Musste mal kurz korrigieren gehen. Komm raus. Und dann geht das Gespräch darum so, dass die Michelle gesagt hat, hey, sie sehnt sich so danach, in Sprachen zu reden, sie wird gerne mal für sich beten lassen. Versteh's nicht falsch, Michelle, aber da kommt's wieder, der Gedanke, ich muss für mich beten lassen, ich würde gern am Sonntag vom Pastor, von einem Propheten oder so. Nein, der Geist Gottes ist ausgegossen worden, oder? Ich schnapp das auf und denk mir, wie, beten? Ja, lass beten. Ich mach YouTube an, Lobpreis, zack. Atmosphäre war da.
fangen an zu beten. Und wir haben wirklich gespürt mit meiner Frau zusammen, wir haben gespürt, heute Abend geschieht was. Wir beten für die Michelle, um Geist, um diese Sprachenrede. Und irgendwann haben wir schon gemerkt, bewegen sich so ihre Lippen und dann brubbelt es so blablabla. Und wir haben gespürt, hey, yes! Sie hat empfangen. Wir haben aufgehört zu beten, haben sie gefragt, wie geht's dir so? Hast du was erlebt? Ja, es kribbelt überall im ganzen Körper und sie kann schon 2, 3 Silben sagen. Hammer, oder? Hammer! Ja! Und so fängt es an. Ihr Auftrag, was sie jetzt bekommen hat von uns, wir haben gesagt, hey, Gott liebt die Vielfalt und du fangst jetzt mit 2, 3 Silben an, aber hey, das wird noch viel mehr. Trainier deine Sprache, trainier das bei der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, beim Spazieren, trainier diese Gabe. Paulus sagt zu uns, ich rede mehr als wir alle zusammen in Sprachen. Keine Ahnung, wie viel der geredet hat oder gebetet hat in Sprachen, aber es war einiges. Und so hat sie empfangen. Ein anderes Beispiel zur Prophetie möchte ich euch geben. Wir waren mal in Bulgarien auf Einsatz und wir hatten an den Abend so eine Ministry-Zeit. Wir waren quasi ein kleines Prophetenteam und dann kam eine Frau mit ihrem Mann rein und sie wollte Gebet empfangen und ich gehe auf sie zu, fange an in Sprachen zu beten, das hilft immer ganz arg, um was zu empfangen, fange an in Sprachen zu beten und dann zeigt mir der Herr, der Heilige Geist, nur ein Wort. Untreue. Und ich so, Gott, das kannst du mir jetzt so zeigen. Ich soll ihr das Wort jetzt geben. Unmöglich. Mach ich nicht. Doch, sag ihr, sie war untreu und zwar ihrem Mann entgegen. Ehebruch. Genau, Ehebruch war das Wort. Okay, ich nochmal gebetet. Steh vor ihr, Hand auf ihrem Kopf und warm beten und sprich dieses Wort aus, Ehebruch. Und sie fällt unter meiner Hand auf den Boden, kracht zusammen und dann war sie da auf dem Boden. Ich habe sie dann gefragt, ob sie was gespürt hat. Offensichtlich hat sie was gespürt. Sie stand irgendwann mal auf und erzählte mir, jetzt müsst ihr das mal fassen, erzählte mir, ich habe vor zwei Wochen meinen Mann betrogen mit einer anderen Frau. Und ich bin hier gekommen in diesen Gottesdienst, um mich mit Gott zu versöhnen. Wisst ihr, wenn wir mit Gott uns versöhnen wollen, dann muss Gott erst die Sünde aufdecken. Die Sünde wurde aufgedeckt, bereinigt. Und dann kam zu mir ein Wort der Weisheit. Ich bin zu ihrem Pastor gegangen und ihr habt ihm das gesagt, weil sie zu mir gesagt hatte noch, sie traut sich es nicht, ihrem Mann zu sagen. Und dann drehe ich mich um, schaue ihren Mann an, in Bulgarien, ein bulgarischer Mann, grob, groß, solche Pratzen. Ich glaube, der hätte sie mit einem Schlag, hätte sie erschlagen. Ich gehe zu ihrem Pastor, hier muss man was regeln, hier muss man was bereinigen, kümmere dich um diese Frau. Diese Frau in Tränen hat Heilung erfahren und hat sich Gott neu hingeben können und wurde mit Gott versöhnt durch ein Wort. Und die Bibel sagt uns hier in Korinther 12,7, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteil, wie er will. Und all diese Gaben, sie dienen einem Zweck, dass die Gemeinde Jesu auferbaut wird, nicht unterdrückt wird, nicht manipuliert wird, sondern dass diese Gemeinde auferbaut wird und
in ihrem schönsten Kleid dastehen kann, befreit von aller Befleckung. Dafür sind die Geistesgaben zuständig. Und wir mixen oft unseren eigenen Dings hin, das kann auch passieren. Wir fangen an, in prophetischen Worten zu sprechen, irgendwann fällt uns dann nichts mehr ein und dann mischen wir unser eigenes dazu. Und dann fängt vielleicht die Manipulation an. Und wir dürfen uns aber zurücklehnen und sagen, okay, ich will auf den Heiligen Geist vertrauen, ohne Druck, ohne Pressure, ohne mein eigenes dazu zu tun, sondern indem der Heilige Geist einfach wirkt. Und das können wir trainieren. Wie der Micha ins Fitnessstudio geht, um seinen Bizeps zu trainieren, wir müssen, und ich sage da wirklich, wir müssen diese Gaben trainieren. Es braucht Wissen darüber, es braucht Erkenntnis darüber, es braucht, dass es wir ausprobieren können. Wir werden am 13. Juni unseren ersten Open-Air-Gottesdienst haben am See. Und ich freue mich richtig drauf, weil wir werden nicht nur eine Kaffeemaschine haben, also so ein Coffee-Bike. Das ist schon ziemlich cool. Aber wir werden ein Team haben, das im Geist der Prophetie unter den Passanten üben wird. Nicht nur üben, sondern mit fähigen Leuten, die sich in dieser Gabe auskennen, auf die Straße gehen. Und dort werden wir ausstreuen und wir werden Menschen von dem Reich Gottes erzählen, was er für sie bereithält, dass Gott unser Vater im Himmel ist, der sie liebt und der nicht will, dass sie verloren gehen. Und wir glauben wirklich, dass Menschen diese Botschaft annehmen werden, aufnehmen werden und verändert nach Hause gehen werden. Weil wir es nicht aus eigener Kraft tun, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. 13. Juni, 11 Uhr an der Seepromenade. Sei herzlich willkommen. Okay, unser erster Open-Air-Gottesdienst. Wir freuen uns riesig drauf. Wir werden ein Kinderkarussell haben, wir werden das Coffee-Bike haben und wir werden ein Hammer-Team haben, das da wirklich aktiv sein wird. Wenn du aktiv sein willst an diesem Tag und du sagst, hey, ich will mich da der Gruppe anschließen, dann komm doch auf den Yannick Massanell zu. Der kümmert sich darum, okay? Aber seid willkommen an diesem Tag mitzuwirken. Okay, so viel dazu. Steht doch mal kurz mit mir auf, bitte. Vielleicht kann mal jemand die Hand strecken, also nicht irgendjemand, sondern derjenige, der sagt, hey, ich habe weder die Zungenrede oder die Gabe der Weisheit oder ich würde mal gern prophetisch reden können. Ich würde mal gern eine Prophetie für jemanden empfangen. Dann heb doch mal deine Hand, wenn du sagst, von diesen 9 Gaben habe ich vielleicht nur eine halbe oder nur eine oder ich habe schon 5 und ich hätte gern die anderen 4. Dann heb deine Hand, wenn dein Hunger größer ist als dein Können, als das, was dir Gott bisher gegeben hat. Weil ich glaube, dass Gott so gerne ausgießt. Wisst ihr, wenn wir nach Brot verlangen, dann wird uns Gott doch keinen Stein geben. Wenn du als Vater, wenn dein Sohn dich bittet, hey Papa, kannst du mir bitte ein Stück Brot mit Butter geben, mit einer Gurke dazu, dann wirst du doch ihm nicht irgendwas anderes geben, sondern dann wirst du danach gucken, dass er das bekommt, oder nicht? Gott ist noch viel größer. Gott ist noch viel größer und er hat so viel bereit für uns. Und wisst ihr was? Das, was Gott hat für uns, das ist unendlich. Sein Maß ist niemals voll. Sein Maß, das, was Gott für uns bereithält, das kann er verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und so weiter. So streck deine Hand aus. Zeig Gott deinen Hunger, dass du mehr möchtest von dem heiligen, guten Geist. Gieß aus, Heiliger Geist. Gieß aus, Heiliger Geist. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Come on. Geist Gottes, füll den Raum. Gieß aus deine Gaben. Gieß aus deine Gaben, Jesus. Gieß aus deine Gaben. Ich weiß, dass du da bist. Heiliger Geist, du bist da.
Du bist da und ich bitte dich, berühre unsere Herzen, berühre diese Versammlung und gieß aus von deinen Gaben, Herr. Jetzt. Auch hier im Bistro, ihr seid nicht woanders, ihr seid genau bei uns. Heb deine Hand und lass der Atmosphäre Gottes freien Raum. Der Heilige Geist ist der Initiator für deinen Glauben. Der Heilige Geist ist der Grund, warum du heute Morgen da bist. Er hat dich gezogen in diese Gemeinde herein. Er hat dich gezogen und gepflanzt in die Gemeinde, dass du ein Teil von dieser Gemeinde bist, dass du ein Teil dieses Dienstes bist, dass du ein Teil seines Reiches bist. Und meinst du, er würde dich nicht dazu ausrüsten? Kannst du wirklich glauben, dass der Heilige Geist dich zwar berufen hat, aber dich nicht ausrüsten würde? Der Heilige Geist ist da und er möchte dich beauftragen. Er beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Er beruft nicht die Befähigsten, er beruft nicht die Besten, die es am meisten drauf haben. Er beruft die, die vielleicht gar nichts können, die Schwachen, und er befähigt dich. Der Heilige Geist möchte dich heute befähigen. Der Parakletos, der Eingeladene, der Tröster. Er möchte dich befähigen, dass du fester Bestandteil bist seines Reiches Gottes und nicht nur ein Fan, nicht nur ein Zuschauer, sondern er möchte, dass du ein Teil bist eines größeren Auftrages, den du dir vorstellen kannst. Vielleicht legen wir uns gegenseitig die Hände auf, so in Familie, so die Leute, die zusammengehören. Könnt euch mal die Hände auflegen. Oder streckt euch mal die Hände entgegen und betet füreinander. Das können wir in Corona-Zeiten machen. Streckt deine Hände aus zu jemandem, wo du denkst, der braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Komm mal und werd aktiv. Lasst uns erleben, wie der Heilige Geist auspackt. Ich habe heute Morgen ein Bild gehabt, wie Gott Geschenke bereithält für uns und diese schon aufgepackt sind und wir brauchen einfach nur reinzugreifen. Die Geschenke sind da. Die Gaben des Geistes sind da. Die Charismen sind da. Und sie sind dir zugänglich, damit du befähigt wirst, im Reich Gottes zu dienen. Halleluja, Jesus. Come on, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Füll den Raum, Jesus. Füll den Raum, Herr. Füll den Raum. Rüste uns aus, Herr Jesus. Rüste uns aus. Die Zeiten, die sind spannend. Ich sag's euch, die Zeit, die ist reif. Die Zeit ist reif, dass Menschen zum Glauben kommen. Die Zeiten sind reif. Und wir brauchen die Geistesgaben mehr als je zuvor. Mehr als je zuvor. Mehr als je zuvor. Rüste uns aus, Jesus. Wirke du heute Morgen. Ich erinnere uns an die Jünger. Sie waren einmütig beisammen. Wenn es eine Bedingung gibt, dass wir in Einmütigkeit zusammenleben, nicht in Streit, nicht in Zank, nicht in Verdammnis, nicht in Untreue, nicht in Missgunst. Ich glaube, dass Gott sich eine Gemeinde wünscht, die sich wirklich freisetzt, gegenseitig, sich pusht, sich gegenseitig anfeuert. Und vielleicht mein letzter Punkt jetzt nur ganz kurz. Wenn du spürst, dass du irgendwo
mit einem anderen Person, mit einer anderen Person aus der Gemeinde oder auf der Arbeit in Zank lebst, glaube ich tatsächlich, dass der Heilige Geist dir heute Morgen sagen möchte, bereinige das, ehe du mich bittest, um Gaben zu empfangen. Bereinige das und lass uns wirklich gemeinsam einmütig zusammenleben. Halleluja. Amen.
Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken, dass du ein Gott bist, der wirklich seine Gaben ausgießt über uns. Gaben, Charisma heißt ja, er beschenkt uns. Und die Bibel sagt, dass wir streben sollen nach diesen Gaben. Aber Gott ist der Geber. Wir brauchen da uns nicht abkrampfen. Gott schenkt es. Aber wir sollen streben danach. Bedeutet, wir sollen unser Herz öffnen dafür. Sag Gott, vielleicht kannst du mir da in dieser Situation eine übernatürliche Weisheit schenken, die nicht in mir steckt, sondern die nur du hast. Oder dass Gott sagt, das ist eine Krankheit. Gott, schenk mir's. Schenk diese Gabe, das Geschenk der Heilung, der Kraftwirkung, da wo Menschen schwach sind, dass sie stark und kraftvoll durchs Leben gehen können. Prophetie bedeutet, Gedanken Gottes in dem bestimmten Moment zu schenken, wo die Person es braucht, weil das Wort Gottes ist lebendig. Das ist manchmal so, man braucht die Zeitpunkte Gottes dann, wenn er dieses Wort lebendig macht durch den Heiligen Geist. Und so möchten wir einfach lernen, wollen wir Lernende sein, Jünger von Jesus, Nachfolger, die genau streben nach diesen Gaben und sagen, wir brauchen dich. Warum? Damit das Reich Gottes sich ausbreitet. Damit das Reich Gottes sich ausbreitet hier in unserer Stadt, in unserem Land, in der ganzen Erde. Deswegen hat er seinen Geist gesandt. Und ich möchte jetzt einfach nochmal beten dafür, dass es geschieht. Himmlischer Vater, wir beten, dass dieses Streben nach diesen Gaben ist ein Herz der Abhängigkeit und sagt, ich brauche dieses, ich brauche die Kraftwirkung deines Geistes. Auch dieses in anderen Sprachen zum Beten ist eine Gabe, weil wir manchmal mit unserem Verstand an unsere Grenzen kommen, hat Gott diese Gabe geschenkt, damit wir himmlisches beten können, wo wir nicht verstehen, aber Gott versteht es und uns Kraft auch freisetzt. Und wir beten nochmal, dass diese Gabe auch freisetzt in Jesu Namen. Herr, dass wir mutig sind. Es ist eine Kraftwirkung deines Geistes zur Erbauung von unserem Geist. Und damit segne ich jetzt jeden Einzelnen in Jesu Namen. Danke dafür. Und deine Liebe, die Bibel sagt, alles, was nicht aus Liebe geschieht, ist nichts wert. Weil diese Gaben sollen geprägt sein von der Liebe des Vaters. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wir sind jetzt fast am Ende des Gottesdienstes. Wir haben noch zwei kurze Ansagen. Das erste ist, nächsten Sonntag, kurzer Hinweis, werden wir zwei Gottesdienste haben. Einmal um 9.30 Uhr für die Erwachsenen und dann um 11.15 Uhr für alle Kinder, Familien, also die Familie, die Kleinkinder haben, werden hier in diesem Raum sein. Für die Gideons und für die Crossover-Gruppe wird es ein extra Programm geben, parallel zu diesem Gottesdienst. Alle anderen Familien mit ihren Kindern sind recht herzlich willkommen, hier mit teilzunehmen um 11.15 Uhr hier in diesem Gottesdienstraum. Werden wir extra hier etwas anbieten für euch. Ihr seid recht herzlich eingeladen, wird bestimmt spannend. Gut, dann Wolfgang, möchte noch was sagen? Genau, liebe Gäste, liebe Gemeinde, als ich ein junger oder noch viel jünger war und so am Anfang meines Berufslebens war, da wusste ich gar nicht, was ich machen möchte. Es geht vielen anderen auch so, dass die so am Scheideweg so nach Schule, Studium, Anfang des Berufslebens sagen, ich habe gar keine Ahnung, in welche Richtung das gehen soll. Und in meinem Leben hat es ganz viel geholfen, so einen Durchbruch eben auch geben, dass ich jemand gesehen habe, so ein Vorbild, wo ich hatte, wo ich sage, das, was der macht, also nicht der, wer der ist, sondern das, was er macht, das möchte ich eines Tages auch machen. Und das andere war, dass ich erkennen durfte, wo sind so meine Begabungen, wo sind die Geschenke, die Gott in mein Leben reingelegt hat, das, was mir Spaß macht, da, wo ich einfach diese Talente habe. Und das in Kombination in eine Verbindung zu bringen, mit Aufgaben, das war für mich so persönlich der Durchbruch. Und wir haben in der Gemeinde jetzt so eine Seminarreihe, haben wir da gestartet, die nennt sich Next Steps. Und Next Steps ist eine Möglichkeit, die eine Voraussetzung geben kann, dass wenn es dir auch so geht, dass du dann sagst, ich möchte eigentlich zu einer Fülle durchbrechen, aber ich weiß gar nicht genau, wo meine Stärken, wo meine Begabungen, wo die von Gott gegebenen Talente sind, möchte dir Next Steps helfen. Klick, es geht, jetzt ist es zu weit.
möchte euch ganz kurz sagen, was ist denn überhaupt Next Steps? Next Steps ist eine Seminarreihe und die besteht aus 4 Teilen. Wir sind vor 4 Wochen gestartet und es dauert immer ca. 45 Minuten. Es ist sehr kurzweilig und es startet jeden Sonntag um 12 Uhr drüben im Bistro. Wir sind vor 4 Wochen gestartet und es ist sehr gut von der Gemeinde schon angenommen worden und von vielen Gästen eben auch. Wir sind mittlerweile schon roundabout so 40, 45, die das schon durchlaufen haben. Und du bist eingeladen, jederzeit dran teilzunehmen. Es ist ein total flexibles Programm. Du kannst heute, wenn du möchtest, einsteigen. Du kannst einsteigen zu jedem Schritt, wo du Zeit hast, kannst du einsteigen. Und es ist wirklich für jeden eben auch da. Es ist eben so, dass Gott uns in diese Fülle hineinbringen möchte. Diese Fülle, wie wir es hier eben auch sehen, ist gekommen, um Fülle zu geben. Und das, was ich gerade euch erzählt habe, diese Fülle ist eben dem, dass diese Schnittmenge greift von dem, was Gott so in dich hineingelegt hat und in dem, was du dann auch schlussendlich vielleicht als Aufgabe auch tun möchtest. Jeder neue Schritt soll eben so ein Abenteuer sein. Egal, ob du schon lange dabei bist in der Gemeinde, ob du heute das erste Mal da bist, ob du Gast bist, jeder ist ganz herzlich dazu eingeladen, diesen neuen Schritt auch dementsprechend zu gehen. Im ersten Step ist es so, da ist so dieser Kick-Off, also das Next Steps. Da darfst du unsere Gemeinde kennenlernen, unsere Werte, unser Leitbild, was ist uns wichtig, was ist der BFP und so weiter. Einfach erstmal im ersten Schritt die Gemeinde kennenzulernen. Lerne einfach unsere Gemeinde dementsprechend kennen. Im zweiten Schritt geht es dann darum, dass du die Geschenke, die Gott an dich hat, entdecken darfst. Und da gibt es ein super Modul, sage ich jetzt einfach mal, was andere schon kennenlernen durften. Entdecke einfach deine Gaben, die Gott dir geschenkt hat, weil du eben einzigartig bist und diese Geschenke auch einzigartig an dich ausgeteilt wurden. Der dritte Step, das ist der Punkt des Entwickelns. Wie entfaltest du das Potenzial, was du jetzt entdecken durftest von dir selber? Wie kann man das entwickeln? Ja? Was kann man daraus auch dementsprechend machen? Und im vierten Schritt, das ist heute der Schritt, da geht es darum, diese Gaben auch einzusetzen. Heute geht es ums Durchstarten. Also finde heraus, wie du deine Talente und Begabungen einsetzen kannst, um andere zu dienen. Das ist heute der Step und heute wirklich Einladung an dich. Wenn du heute Zeit hast, dann treffen wir uns um 12 Uhr drüben im Bistro und dann bist du ganz herzlich eingeladen. Da geht es ums Durchstarten. Ja, ob du durchstarten möchtest, hier einen Platz in der Gemeinde in einem Dienst zu finden oder anderweitig im Job, wo es dir vielleicht helfen kann, in einem Verein, in einer anderen Gemeinde, wie auch immer. Wir freuen uns auf dich. Heute um 12 Uhr, jeden Sonntag läuft es jetzt durch. Du darfst quer einsteigen. Herzliche Einladung dazu. Super, vielen Dank, Wolfgang. Gut, wir sind so am Ende des Gottesdienstes. Ich werde jetzt noch ein Gebet sprechen. Am Ausgang dürft ihr gerne, wenn ihr möchtet, auch was reingeben in die Kollekte. Die Bibel sagt, einen fröhlichen Geber liebt Gott, also jemand, der wirklich aus dem freien Herzen gibt. Gerne kannst du was reingeben, das, was Gott dir aufs Herz gegeben hat. Es dient einfach für uns als Gemeinde, dass wir das Reich Gottes bauen können. Darfst du gerne da was reingeben. Lass uns noch aufstehen, ich möchte kurz noch beten mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt auch für das, was wir gehört haben. Wir danken dir für dieses Geschenk des Heiligen Geistes. Wir danken dafür, Jesus, dass du gehorsam warst und dass du alles vollbracht hast hier auf Erden und du aufgefahren bist in den Himmel und dass dadurch der Heilige Geist kommen konnte. Schenk du die Gabe der Heilung in unserer Mitte. Herr, wir wollen uns ausstrecken dafür. Und Heilung in der Bibel ist immer dazu da gewesen, in der Apostelgeschichte, dass Gott geehrt wird und dass das Evangelium verkündigt wird. Wir wollen jetzt noch gemeinsam als Gemeinde beten, dass wenn wir draußen sind, am 13. Juni, lass uns mal gemeinsam beten, dass wirklich dein Geist gegenwärtig ist und dass wir, so wie es in der Apostelgeschichte drinsteht, sie verkündigten das Evangelium und Menschen kamen zum Glauben. Sie kehrten in ihr Herzen um und glaubten an Jesus Christus.
Herr, und mein Gebet ist für uns als dein Volk in Friedrichshafen, dass es eine Bewegung wird, egal, es geht hier nicht um die Freie Christgemeinde Foyer, sondern es geht um dein Volk hier in Friedrichshafen. Herr, dass ein Volk aufsteht und es ein Licht ist in dieser Stadt, dass wir uns nicht um uns kreisen, sondern um die verloren geht. Ich bete, Herr, dass diese Streitigkeiten aufhören in unserer Mitte, in unseren Gemeinden, damit wir uns fokussieren aufs Wesentliche, dass wir die Kraft uns nehmen lassen durch Dinge, die unnötig sind, und uns aufs Wesentliche fokussieren, dass Menschen mit dir in Verbindung kommen, dass sie verändert werden und dass sie in ihre Bestimmung hineinkommen und dass sie Schritte gehen des Glaubens. Und ich bete, Heiliger Geist, jetzt komm in deine Kraft, befähige du uns, gib uns das, was wir brauchen auch, dass wir Zeuge sind von dir, Jesus, dass wir unterwegs sind mit dir, dass wir Nachfolger werden und dich ehren damit, in Jesu Namen. Danke dafür. Amen. Gott segne euch an diesem Tag. Und wie gesagt, herzliche Einladung für Next Steps drüben im Bistro. Wer möchte, darf gerne dazu kommen. Macht's gut. Bis nächsten Sonntag.